1984 war ein hartes Jahr. Gesunkene Verkaufszahlen, stagnierendes Wachstum. Sonny, ich habe dich zu uns geholt, um die Basketballsparte wachsen zu lassen. Die Leute wissen nicht mal, was ein Nike ist. Was ist ein Converse? Der NBA All-Star-Schuh? An Nike ist nichts Cooles. Du brauchst also ein wirklich überzeugendes Argument. Ich kann ihm die eine Sache nennen, in der wir absolut konkurrenzlos sind. Unsere Basketballsparte ist echt beschissen. Klingt nicht so überzeugend. Jetzt musst du die brillante Idee raushauen, auf die sonst keiner kommt. Lass hören. Ich hab's! Ich hab ihn. Wen denn, Jesus? Zu teuer für uns. Ich verwette meine Karriere auf einen Spieler. Mein Name ist Sonny Vaccaro, ich bin von Nike. Ist das eine Angewohnheit von Ihnen, bei Fremden unangemeldet vor der Tür zu stehen? Ich kann ein Nein nur schwer akzeptieren. Oh Mann, jetzt geht's los. Du hast mich gefragt, was ich hier mache. Das mache ich. Ich suche Spieler für dich und er ist der Richtige, 100 Pro. Gut, es ist riskant. Es war auch riskant, als du Sneaker aus dem Kofferraum deines Plymouths verkauft hast. Ändere das jetzt nicht. Für einen Neuling? Ja. Der in der NBA noch kein einziges Spiel hatte? Das ist buchstäblich die Definition von Neuling, ja. Was ist der Plan? Wir machen einen maßgeschneiderten Schuh für ihn. Ich brauche den besten Basketballschuh, den es jemals gegeben hat. Für welchen Spieler? Michael Jordan. Wir sind ganz ohr. Du warst bei ihm zu Hause? Ich glaube an ihren Sohn. Ich glaube, er ist die Zukunft. Seine Geschichte, die bringt uns dazu, fliegen zu wollen. Aber ein Schuh ist nur ein Schuh. Bis mein Sohn ihn anzieht. Hast du schon einen Namen? Air Jordan. Weiß nicht. Echt jetzt? Na, vielleicht gewöhne ich mich noch dran.